Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeisterbasisqualifikation NTG 2012 aus dem Herbst und besprechen die Aufgabe 1. Die Aufgabe 1 ist wieder aus dem Bereich Werkstoffkunde, Chemie oder Korrosion. Und hier geht es tatsächlich darum, dass eine Schraubenverbindung hinsichtlich ihres Korrosionsverhaltens untersucht oder beschrieben werden soll. Ich mache mir kurz eine Skizze, damit ich weiß, worüber die mit mir da sprechen wollen. Bei einer Schraubenverbindung mit einer verzinkten Stahlschraube. Na, dann machen wir uns doch mal kurz diese Schraube. Dieser Schraubenkopf sei ST verzinkt. Habe ich verstanden. Dann geht diese Schraube, wer weiß wohin. Und unter dem Schraubenkopf soll eine Unterlegscheibe liegen aus Kupfer. Okay, dieses Material sei Kupfer. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist da nichts weiter beschrieben, aber wir glauben mal, dass dann hier wieder irgendwie unser Werkstoff Stahl vorliegen könnte. Und naja, diese Schraube ist entweder als Durchgangsschraube irgendwo in so einem Durchgangsloch drin oder was auch immer. Das können wir hier jetzt gar nicht weiter übersehen. Das ist auch für die Betrachtung der Korrosion nicht ganz so interessant, um ehrlich zu sein. Ich brauche richtig mal. Dann sehen wir sie hier jetzt. So sieht's aus. Gut. Gegeben. Siehe Skizze. Alles da. Gesucht. A. Die Korrosionsart. Wenn ein Elektrolyt mit dazukommt. Und in dem Moment, wo ein Hinweis auf ein Elektrolyt irgendwie gegeben ist, wissen wir sofort, alles klar. Wir stellen uns hier unseren